Hey, meine Rabauken, nach der heftigen Blamage in der letzten Casino-Tycoon-Episode gilt es heute, meine Ehre wiederherzustellen. Gegen natürlich Orson Ellinski. Moinski! Moin, wie fühlt sich das an als Titelverteidiger? Ein Gefühl, was du ja normalerweise in Tycoons nicht kennst. Das ist so besonders, ey. Ja, geh mal in dein pinkes Hotel, Leute. Wir haben hier ein Hotel, wir müssen ein Hotel bauen. Wir haben sehr viele Etagen, also vermutlich viele Dropper, die uns Geld bringen können. Wir haben uns gar nicht vorbereitet. Wir wissen beide nichts. Ich denke, das ist fair, ne? Ja. Okay. Auf, bist ready? Ich bin ready, Bob. Lasst eine positive Bewertung da, wenn euch Tycoon-Videos gefallen. Und auch wenn ihr nicht abonniert habt, holt das schleunigst nach und abonniert. Oh yeah. Okay. Was machst du da? Achso, ich habe Special Effects gemacht. Oh. Auf die Plätze. Nee, du darfst, weil du Titelverteidiger bist. Auf die Plätze. Auf, los geht's los. Fertig. Los. Okay, wir kriegen hier Gold. Können dann in diesen Tresor, man kennt's, Kiste. Es gibt wieder PvP, ich bin gerettet. Oh nein, das war's hier wieder. Oh nein, ich habe den Aufzug gestartet, ohne drin zu sein. In der Kiste, Elina. Okay, jetzt kommen hier Hotelgäste. Wow, da verdient man 750. Die gehen dann quasi zu dem Bistro und holen sich was. Es gibt hier aber auch wieder was Besonderes. Das müssen wir gleich erkunden, was das ist. Hier können wir Geld abheben. 2100 Ocken Arenas. Können hier für 10.000 Gold-Output verdoppeln. Holen hier neue Hotelgäste rein. Das Spielchen kennen wir ja. Wow, Hotelgäste lohnen sich abnormal, Lina. Glaubst du mir das? Das glaube ich dir. Ey, der will zu dir. Ey, der will auch zu dir. Tja, die wissen ja ganz genau, 5 Sterne Luxushotel oder 1 Stern Kakerlakenhöhle. Da wissen die natürlich ganz genau, wofür sie sich entscheiden. Ben, pass auf, ich habe schon die Kanone. Welche Kanone? Eine Kanone oben auf dem Hotel. Es gibt eine Kanone auf dem Hotel? Kannst du mich beschießen damit? Ja. Ey! Komm her. Ja, komm her, Lina, Alter. Ich setz erst. Komm her. Nein! Oh, Mann! Gegenseitig! Hä? Schade. Was hat das jetzt mit dem Geld gemacht? Das ist richtig rum. Das hatte gar. Was? Ja, zwei? Du hast das Geld bekommen, wahrscheinlich, oder? Nein, ich hatte auch vorher. Ich hatte auch vorher mehr als du, oder? Ja, kannst du haben. Nee, ich glaube, das ist gleich geblieben. Aber da steht Banks and Took. Ich glaube, das ist. Also ich glaube, das ist gleich. Ich hatte davor auch mehr als du. Ich glaube, es ist gleich geblieben. Okay, das. Man ist halt mit 3 Hits tot, ne? Glaube ich, wenn ich das richtig... Ja, mit 3 Crits, das ist ein Unterschied. Jetzt lohnt sich Villager Akteur irgendwie gar nicht mehr, ne? Also nicht so viel. Okay, wir holen Treble Gold. Und der Treble. Fahrstuhl ist aktiviert. Da meinte. Aber was hat das jetzt hier mit diesen Dingern hier auf sich? Das müssen wir gleich nochmal rausfinden. Okay, wir gehen mal in die zweite Etage. Checken, was es da Schönes gibt. Hier gibt es einen Common Hotel Room, Upgraded Room. Wow. Hey, der Common ist aber leer. Toll. Das muss irgendwas mit dem Dach zu tun haben. Seht ihr das? Diese Rohre führen da ganz nach oben. Okay, wir brauchen 20k. Das ist eine teure Meile. Elina. Moin. Na, verkackt. Ich hätte auch einfach stehen bleiben können. Der zweite Hit. Oh, die Lieder, ey. Streng dich mal an, ey. Du bist Titelverteidigerin, Weltmeisterin. Ich quitt jetzt. Ey! Join wieder, ey. Oh, Mann. Das macht so wenig Spaß mit PvP. Finde ich. Das macht einfach absolut keinen Spaß. Komm, ich bleib jetzt hier eine Minute stehen. So, ich habe hier einen Common Room. Sieht relativ common noch aus. Normalo, Standard Room. Wir haben hier, kann man duschen, schönes Bad. Ne? Bad ist gefühlt größer als der restliche Hotelraum. Was ist hier das nächste? Okay. Als nächstes haben wir ein Triple Room für 40. Okay, Lina, was ist denn los? Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich weiß nicht. Ich komme hierauf nicht klar. Der Druck ist so groß, Ben. Ich spiele hier durch, das ist nämlich, glaube ich, deine Taktik, Alter. So zu tun, als wenn du so schon abgeschlagen wärst und plötzlich habe ich verloren, ey. Ich bin aber auch abgeschlagen. Ich bin mir da nicht sicher, ehrlich gesagt. Oh, ich bin abgeschlagen. Ich glaube, ich hätte zur Sicherheit nochmal PvP rüberkommen. Mir läuft eine Träne gerade das Gesicht. Jo! Ich stecke im Aufzug fest, Ben. Junge, jetzt ist mir keine Ausrede, sich zu schade. Ich stecke wirklich fest. Ah, jetzt. Ich hab den Aufzug. Ich bin so dick, ich schätze, weil ich stecke im Aufzug fest.
Nein, nein, das war richtig komisch gerade. Ich wollte den Aufzug ein bisschen manipulieren, sag ich mal, damit ich schneller runterkomme. Okay, jetzt haben wir hier schon ein Abbruch. Oh, die Aussicht ist schon. Oh, da können wir Elina beobachten, wie sie Villager in ihr Kakerlakenhotel bringt. Kakerlaken. Ey, du hast 150k, Alter! Schnell hoch, schnell den Aufzug hoch. Brumm, brumm. Bruno. Das ist übel knapp, hä? 145 hatte ich noch nie. Ich auch noch nicht. Ja, da ist das nicht der Sinn von dem Tycoon, dass man immer mehr Geld verdient irgendwie. Ich verstecke mich einfach im Aufzug, wenn du kommst. So mache ich das. Das kannst du tatsächlich machen, ja. Brauchen Security Man. Oh, tatsächlich klug. Der schlägt dann hier Ben zusammen. Alter, Junge. Oh, es fehlt mir so ein ganz kleines bisschen. Das ist ja ärgerlich, ey. Triple Output. Ah, das ändert die Zimmer gar nicht und verdient noch mehr. I understand. Doch, das ändert aber auch manchmal die Zimmer. Oder, ach nee, doch nicht. Entschuldigung. Nee, Entschuldigung. Falsch. Edina ist dumm. Wir gehen in die dritte Etage und gucken, was. Ist das dritten schon? Ja, ich habe aber noch nichts gekauft. 2 Millionen VIP-Room. Ja, ich bin gerade erst in der zweiten und mir fehlt noch ein bisschen Kohle, du. 2 Mio, sag ich denn? Du hast eine halbe Mio. War ein Witz. Was denn für ein Witz? Kann sein, dass wir genau gleich auf sind, sag mal. Ich weiß ja nicht, wie das zustande kam, aber irgendwie ist das passiert. Du bist ja auch so ein Fließbandarbeiter. Du holst dir die Villager rein, ey. Oh, 2 kommen von selbst rein. Ja, bin ich gut. 800! Ja, du hast aber auch nicht wenig, wenn du gleich abhebst. Ja, ich hebe ab. Nein, sie hat 1 Million, ich muss auch jetzt abheben. Ja, ich ab in die 3, ab in die 3. Alter, wieso zittert denn meine Hand? 2 Millionen kostet das? Achso, hab ich verarscht, lol. Aber die habe ich auch nicht. Schade. Also wieder zurück. Wie knapp das ist! Ja, schnell, Willis. Rein hier, rein hier. Rein spaziert. Hier gibt's for free Snickers, sage ich euch. Twickers gibt's hier for free. Wutz, da haben wir die Nummer 1, da haben wir die Nummer 3, 4, 5, 2 Millionen. Boah, bin casht hier ordentlich ab. Wir heben ab. Was? Oh, es reicht nicht. Yes, 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 yes. Die Zeit verschwendet. Herr Villager, kommen Sie bitte rein in die gute Stube. Boah, es reicht von selbst. 2 kommen von selbst. Du hast aber noch mehr, du hast noch mehr. 2 kommen von selbst. 2 kommen von selbst. 3, jetzt habe ich 3. Hättest du was? Mir haben die nicht gegeben. Oh, ja, 2 Millionen. Oh, schnell, schnell. Ja, wir führen ein bisschen, Elina. Hey. Ja, du führst enorm. Mir fehlt noch voll viel. Boom, 2 Millionen. Wie sieht das Zimmer aus? Tatsächlich eigentlich haargenauso wie das andere. Also einen schönen Fernseher und eine Spielekonsole. Ein paar DVDs, die anscheinend irgendwie 100 Jahre alt sind. Okay, 2 Mio, 50 Mio. Okay, jetzt sparen wir wieder auf 2 Mio. Bekomme ich jetzt mehr für die Villager, wo ich ein weiteres Zimmer habe? Lass mal Luki Luki machen. Oh, Elina, ich hab dich gesehen, dass du da kommst. Alter! Nein! Was? Ja, das ist sowas von... Komm her. Ah! Nein! Vom Fahrstuhl zerdrückt. Oh, jetzt hast du mein Geld genommen. Hä? Ja. Nein, ich hab dein Geld nicht. Steht aber im Chat. Oh, schmeckt. Ja, dann kommt er. Mann, warum drehst du dich denn immer? Oh. Jetzt geht das wieder los. 4 Millionen. Wenn ich dieses Mal in Berlin bin, ich sag's dir, dann nehmen wir sowas auf. Nebeneinander. Und dann komme ich in dein Zimmer. Und dann kommt der Foggy geil. Schickst du mich dann zusammen? Dann komme ich mit einem echten Schlagstock an. Jo. Hui. Du kommst da hinter dem Baum hervor. Nein! Ja, 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 ja! Caramba! Hinter dem Baum. 2 Drittel meiner Kohle. Digga, ich bin arm! 2 Drittel meiner Kohle hast du dir genommen. Rennst du mir hinterher? Nö. Du jetzt. 8 Millionen! Chillig. Ist das eine... Alter, nein, nein, nein! Oh nein, komm wieder runter. Komm. Wo bist du? Bist du bei mir? Ja, die Welt dreht sich nicht um dich. Oh, yes, Alter. Wie weit bist du jetzt mit den Räumen? Ich brauche jetzt den 50 Millionen. Ah ja, dann sind wir genau gleich. Genau gleich? Hast du den nicht schon vor 5 Minuten geholt? Nee, wir sind genau gleich. Ich spare jetzt auch auf den 50 Mio.
Aber dass ich das auf mir sitzen lasse, deine komische Baumaktion, kannst du natürlich mal vergessen, Alina. Ich bin überall, Ben. Ich bin... Was ist das für eine Kanone da oben? Ach, wahrscheinlich muss man am Ende das andere Hotel zerschießen. Wo kämpfst du an? Ja! Ja! Oh Gott, oh Gott. Hey, was ist mit dir los plötzlich? Hey! Ja! Jawolski! Jawolski! Ist du plötzlich PvP-Goat geworden? Boom. Gucken uns den Raum kurz an. Haben aber ehrlich gesagt, da war gar keine Zeit. Sind im heftigen Battle. Gästetoilette. Ey, du bleibst stehen! Du bleibst stehen! 50 Millionen, okay. Jetzt ist gerade ein guter Moment. Da guckt einfach jemand durchs Fenster gerade rein. Ja, dann geh doch rein, wenn du dich so für mein Hotel interessierst. Oh, oh. Er ist hinter mir. Hey, weg hier! Ich bin in der 5 Fuß! Nein, das war kein Cut. Alter, was ist das für ein komisches... Nein! Ja, wichtig! Nein! Oh, jetzt beginnt wieder die Schwitzdrüse. Hey, ich hab Suitcases, Elina. Was? Wo hab ich die her? Ach, und die kann man jetzt hier drauf droppen. Hier drauf platzieren. Ah, hä? Wo hab ich denn die her, Elina? Weiß ich nicht, hast du mir einen abgezogen? Ah, oh mein Gott, Elina. Du was musst, denn? Das ist ein zusätzlicher Job. Du musst zu diesem, du hast doch vor deinem, vor deinem Tresen dieses Teil und das war ein Koffer und die musst du abliefern. Gegenüber. Koffer? Wo ist hier ein Koffer? Ja, das ist doch so ein Kofferständer. Da spawnen welche drin. Und die musst du dann bei der richtigen Farbe abliefern. Oh mein Gott, lol. Alter, wie viel Geld habe ich denn, Elina? Oh mein Gott, Alter, guck mal. Wegen diesen Koffern. Ich weiß nicht, wie ich die Koffer abliefere. Hey, rechtsklick also drauf platziere. Ach, rechtsklick. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich habe die hier gespawnt. Gedings. 150 Millionen einfach. Oh mein chillig. Gott, und das Ding ist, du hast die von mir abgezogen, weil du da reingeraten Billionär-Pool, bist. Das kannst du haben, Elina. Aber ich habe es ja auch gefunden. Also steht mir das Geld ja auch zu. Ja, faire Sache ist das schon, ja. Hey, du hast... Wie kann das so knapp sein? Etage 4, rein da. Du hast Etage... Nein, ich bin ja noch... nein, fehlt mir nicht. Du hast nicht Etage 4. Kannst gar nicht haben, so viel. Wie viel brauche ich? Triple Money. So, Etage 4. Boah, ich biete das runter. Kostet 1 Milliarde. Okay, das wird jetzt ganz schön teurer Spaß, du, ne? Teurer Spaß hier. Aber die spawnen sehr langsam, diese Cases. Und es ist ja auch ein bisschen spannend haben, Elina, oder? Ich hab sie schon platziert. Tschüss. Ja, ich gehe jetzt mit 400. Guck mal, ist ein guter Deal für dich. Ich hab viel mehr Geld. Ja, das war dumm von mir. Aber ich Nein! bin confident! Ah! Ich hab keinen Koffer. Hey, Lina! Egal. Junge, ich hab 640 Mio. Nein! Wichtig! Oh, das wäre jetzt, wenn du den Kill gemacht hättest, hättest du, glaube ich, gewonnen. Jetzt hätte ich meine Koffer gehabt und meine Kohle. Das stimmt, aber dann wärst du an meiner Posi gewesen und hättest mich wieder killen können. Das ja, also du hättest ja schneller zurückrennen können, glaube ich. Weiß ich nicht. Wir gehen hoch und kaufen uns den Billionaire. Puh. Nein! Was war das denn? Hä? Achso, dachte ich, hab ich genug. Ja, ist ein Pool. Sieht eigentlich summa summarum ziemlich billig aus. Was haben wir hier? Ach, das ist von da bin ich gekommen. Ah, und jetzt können wir, glaube ich, mit Hilfe dieser Cannon, Elina. Hey, geh mal lieber. Thanks, Wins. Bomb explodiert in 2, 1. Ja, dein Hotel ist weg. Alle meine Träume und Hoffnungen sind weg. Jo. Ich hoffe, euch hat die Hotel-Tycoon-Episode gefallen. Lasst eine positive Bewertung da und ein Abo, wenn ja. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.